Ein neues Adventure vom Indie-Entwickler Sword Tales für PC und PS4 ist erschienen. Was euch erwartet, ist es wieder 0815 Indie-Titel oder ist es doch mal was Innovatives? Das erfahrt ihr in unserer Review. To find our new beginning. Die Beschreibung der Story ist sehr vage. Man muss schon etwas über das Spiel gelesen haben, um überhaupt einen Eindruck davon zu bekommen, um was es hier geht. Das Intro ist ziemlich seltsam und wirft mehr Fragen auf, als Antworten zu geben. Leider werden in der kurzen Spielzeit aber auch nicht viel mehr Fragen beantwortet, sodass man das Gefühl hat, hier wurde in der ersten Linie ein Spiel gemacht, um ein Spiel zu machen, anstatt eine gute Story zu erzählen. Gerade vor dem geschriebenen Hintergrund des Spiels hätten vernünftige Sequenzen und Texte sicherlich mehr leisten können. Death is not the end. Mal abgesehen von der Kamera und Bewegungssteuerung gibt es in Toren keinerlei Tutorials. Wie man mit dem Schwert kämpft, müsst ihr selber rausfinden. Wegmarkierung, Questmarker, Gesundheitsanzeigen und so weiter gibt es keine. Das Spiel lässt euch ständig im Unklaren, was vielleicht den Puzzlecharakter unterstreicht, aber manchmal schon frustrierend ist. Die PS4-Controller-Tasten werden bei weitem nicht ausgenutzt. Die Kamerasteuerung erinnert teilweise an einen schlecht gemachten Unity-Port. Und manchmal an die Kamerasteuerung des ersten Resident Evil. Soundtechnisch macht Thorin alles richtig. Der Soundtrack erinnert an die brasilianische Kultur und Traditionen und fühlt sich sehr gut an. Der Soundtrack passt hervorragend zum Spiel und sorgt so für die richtige Atmosphäre. Thorin gehört zu den Spielen, die auf ihre Art aus der Masse herausstechen, relativ schlicht wirken und am Ende dennoch begeistern. Das Spiel erzählt seine ganz eigene und interessante Geschichte und lässt nebenbei viel Spielraum, um sie für jeden Einzelnen individuell werden zu lassen. Abgesehen von den spielerischen Schwächen erwartet euch hier ein kleines Kunstwerk aus visueller und akustischer Darbietung in angenehmer und ruhiger Atmosphäre, womit man einmal mehr beweist, dass man auch abseits der Norm ein überzeugendes Spiel abliefern kann. Obendrauf dürfen sich mit Thorin alle Fans von Ico angesprochen fühlen und ihren Nostalgiegefühlen freien Lauf lassen. Deshalb bekommt Thorin von uns glatte 87%. It's up to you to find our new beginning.